Good evening, this is the Women and Eggs We Don't Want to Die in Hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Bonsoir, Monsieur, Dames, c'est les femmes et les oeufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Thema ist Patientenverfügung, ich lese dazu aus dem Buch Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW vor. Und zwar ab Seite 42, zweite Spalte, Verbindlichkeit der Verfügung. Es gibt ein Zitat von einem Mediziner aus oder einem Herrn mit Doktortitel aus dem Schmerzzentrum Duisburg. Das ist nicht das Landesamt für Verfassungsschutz. Und es gibt ein Kasten gesetzliche Grundlagen. Und vorher lese ich den Text vor. Dann geht das weiter mit Aufbewahrung und Hinterlegung. Und dann bin ich bei der Vorsorgevollmacht in diesem Buch angekommen. In dem anderen Buch, das ich ein bisschen besser finde, das ist das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale NRW. Das ist das hier. Gibt es auch. Geht das dann auch weiter mit der Vorsorgevollmacht? Ja, so. Verbindlichkeit der Verfügung. Wenn Patientenverfügungen in der Vergangenheit von Ärzten oder Pflegekräften teilweise nicht beachtet wurden, dann vor allem deshalb, weil vom zukünftigen Patienten eine Entscheidung für eine Situation getroffen wird, die er noch nicht erlebt hat und die auch nicht in allen Einzelheiten vorausgesagt werden kann. Vielleicht würde ein Sterbender ganz anders entscheiden als zu gesunden Zeiten, wenn er sich noch äußern könnte. Inzwischen hat jedoch sowohl bei Medizinern als auch Juristen ein Umdenken eingesetzt. Seit dem Jahr 2009 eine verbindliche Regelung zum Vorrang des Patientenwillens getroffen wurde, hat die Akzeptanz von Patientenverfügungen zugenommen. Weil sie aber auch in Situationen gilt, in der das Sterben nicht unmittelbar bevorsteht, hat die Patientenverfügung auch an Bedeutung gewonnen. So kann der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen vom Patienten zum Beispiel bei Wachkummer, dauerhaften Einschränkungen oder schwerer Demenz festgelegt werden. Eine Gewähr für die hundertprozentige Verbindlichkeit einer Patientenverfügung gibt es allerdings auch mit der jetzigen Regelung nicht. Sie können die Wahrscheinlichkeit, dass sie beachtet wird, jedoch beeinflussen, wenn sie den Grundsätzen des Gesetzes, wie sie oben beschrieben worden, berücksichtigen. Ich sage es nochmal, ein Gewähr für die hundertprozentige Verbindlichkeit einer Patientenverfügung gibt es allerdings auch mit der jetzigen Regelung nicht. Sie können die Wahrscheinlichkeit, dass sie beachtet wird, jedoch beeinflussen, wenn sie die Grundsätze des Gesetzes, wie oben beschrieben wurden, berücksichtigen. Es bleibt abzuwarten, ob es Ärzte gibt, die aus grundsätzlichen Erwägungen heraus Patientenverfügungen die ihnen ein Handeln untersagen und so den Tod des Patienten herbeiführen, ablehnen. Dann werden Gerichte über die Anwendung des Patientenwillens entscheiden müssen. So. Okay. Es bleibt abzuwarten, ob es Ärzte gibt, die aus grundsätzlichen Erwägungen heraus
Patientenverfügungen, die ihnen ein Handeln untersagen und so den Tod des Patienten herbeiführen, ablehnen. Dann werden Gerichte über die Anwendung des Patientenwillen entscheiden müssen. Falls möglich, erkundigen Sie sich bereits bei der Wahl des Krankenhauses, gegebenenfalls des Pflegeheims oder im Gespräch mit dem Arzt über die Einstellung zu Patientenverfügungen. So. Meiner Meinung nach haben die da nicht so viel Spielraum, weil es im BGB steht, aber Ärzte sind ja allwissend und allmächtig, mehr sage ich dazu nicht. Grundsätzlich gilt für den behandelnden Arzt der in einer Patientenverfügung geäußerte Wille. Unter Umständen kann eine Patientenverfügung den behandelnden Arzt jedoch vor immense Schwierigkeiten stellen. Wie soll er entscheiden, wenn ein Patient aufgrund von Erkrankung oder Unfall bewusstlos und die vorgelegte Patientenverfügung schon einige Zeit alt ist? Was soll geschehen, wenn der Patient inzwischen seine Einstellung zu bestimmten Behandlungen geändert hat und zusätzlich Angehörige widersprüchliche Angaben zum letzten geäußerten Willen des Patienten machen? Die Aufgabe der Ärzte ist dann in jedem Fall, sich zunächst an mutmaßlichen Patientenwillen zu orientieren. Also, ich sage es nochmal, die Aufgabe des Ärztes, der Ärzte ist dann in jedem Fall, sich zunächst am mutmaßlichen Patientenwillen zu orientieren. Nicht in allen Fällen ist die Patientenverfügung ausreichend. So kann es vorkommen, dass eine Behandlungssituation in der Verfügung nicht ausreichend beschrieben wurde, vor allem bei lebensbedrohlichen Eingriffen oder bei der Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen wird der Arzt sich in der Praxis meist an das Betreuungsgericht wenden. So kann es vorkommen, dass eine Behandlungssituation in der Verfügung nicht ausreichend beschrieben wurde, vor allem bei lebensbedrohlichen Eingriffen oder bei der Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen wird der Arzt sich in der Praxis meist an das Betreuungsgericht wenden. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Patientenverfügung möglichst mit einer Vorsorgevollmacht und/oder einer Betreuungsverfügung verbinden. So haben Sie die Gewissheit, dass eine Person Ihres Vertrauens Ihren Willen umsetzen kann, mit der Sie vorher über Ihre Vorstellungen gesprochen haben. So. So haben Sie die Gewissheit, dass eine Person Ihres Vertrauens Ihren Willen umsetzen kann, mit der Sie vorher über Ihre Vorstellungen gesprochen haben. Ja. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Patientenverfügung möglichst mit einer Vorsorgevollmacht und/oder einer Betreuungsverfügung verbinden. So. Das war es auch schon, was den Text angeht. Jetzt gesetzliche Grundlagen, Selbstbestimmungsrecht im Pflegeheim. Ja,
ist ein Beschluss des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2005 und der wird geführt am Oberlandesgericht München. Einen Anspruch auf Beachtung des Patientenwillens haben auch Patienten im Pflegeheim gegenüber dem Pflegepersonal und der Heimleitung. Im Juni 2005 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass wieder Regelungen dass weder Regelungen im Heimvertrag noch die Gewissensfreiheit das Pflegepersonal dem Verlangen nach Abbruch der künstlichen Ernährung entgegenstehen dürfen. So, weder Regelung im Heimvertrag noch die Gewissensfreiheit des Pflegepersonals dürfen dem Verlangen nach Abbruch der künstlichen Ernährung entgegenstehen. Das stärkt den Patientenwillen. So, dann gibt es hier noch ein Zitat von Dr. Günther Bittel, Schmerzzentrum Duisburg. Wenn Sie festlegen, dass Sie am Lebensende palliativmedizinisch versorgt werden möchten, können wir einen Cocktail zusammenstellen, der die negativen Begleiterscheinungen wie Angst, Atemnot, Schmerzen nimmt. So, ich weiß schon, was ich nicht will. Ich will nicht palliativmedizinisch versorgt werden. Ich mache da mal ein Ausrufezeichen dran. Schreibt da auch direkt für mich nicht hin. Nach dieser Festlegung und in Absprache mit dem Patienten kommt es für unerträgliche Symptome auch die palliative Sedierung in Frage. Das ist dann eine Art oberflächliche Narkose. Qualen müssen nicht sein. Wir haben etwas dagegen, wenn Sie das wünschen. Das ist für viele Menschen sehr beruhigend. Ich habe Angst davor. Ich will sowas auf gar keinen Fall. Der Typ sieht auch schon so aus, als ob der Menschen sowas geben würde. Ja. Auf ein langes Leben mit möglichst wenig Schmerzen. Das war's für heute.